in den Rathausgalerien ausstellen. Ja, gerne. Also, das Ministerium. Ui. Ui. Boah, das ist schon eine Ritterschlacht, ne? Ja, sicher. Es gibt ja gerade die Möglichkeit für die Malerkunstszene in den sogenannten Rathausgalerien. Das ist unser Rathausfoyer, ne? Also der Eingangsbereich. Sehr gut besucht, kommt sehr gut an. Und unser Museum organisiert die Termine. Ne? Es gibt einen kleinen Vorlauf, aber sie brauchen natürlich schon mehr als 3-4 Werke. Ja, genau. Ich habe. Ja, schön. Zumal ich finde, dass es vor allem, weil sie jetzt Malerin sind. Ja, ich habe mich auch mit vielen Bildern beworben. Ich finde, das Bild jetzt auch okay, aber nicht aus dem Bild. Also, ich habe ohne Ende Bilder. Also, die Brille nicht auf, was steht hier? Nee, Dr. Beck. Also, ich gebe jedem Bild einen Titel, aber ich überlasse es immer dem Betrachter, was er daran sieht, weil jeder spiegelt sich die Vision nur selber in dem. Für mich sieht das aus wie so ein Blick aus dem Auto heraus. Das ist genau richtig. Ja. Genau. Also jetzt möchte ich das fahren, dann gucke ich auch mal, dass ich die Autos. Das ist aber ein Foto, ne? Was sie dann bearbeitet haben, genau. Entsprechend. Aber es ist ganz gut, wenn man sich verändert. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meine, sich meine Leute einmal ansehen. Ja. Zum Beispiel eine kleine Karte. Ja, die kann ich auch. Das ist das Blau viel schöner. Ich mag Blau. Ja, das habe ich auch in Kunstbildern. Aber ich das sind Impulse. Ja, wie gesagt, also das Kulturmuseum ist ja ansprechbar. Es gibt einen kleinen Vorlauf, weil das sehr stark ist. Aber wir haben schon tolle Ausstellungen. Dort gerade mit der Technikaufwägung und so. Ne? Also es gibt eine kleine, feine Szene, die sich sehr dafür interessiert. Ne? Und gerade Malerkünstler zeigen man natürlich besonders gerne. So. Ja, bitte. Kein Thema. Wie finden Sie, wenn Sie mich suchen? Wenn Sie mal ein Foto von vorne machen vielleicht?